Das heißt, es geht jetzt gar nicht. Das heißt, während wir gar nicht mehr zocken, werden wir beim nächsten Mal online kommen dann und werden die Almosen bekommen sozusagen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Gerade fürs Let's Play ist das sehr praktisch. Da musst du nämlich nicht tausendmal rein. Du gehst am Anfang des Let's Plays rein, tust alles losschicken und beim nächsten Mal, wenn du aufnimmst, hey, guck mal, was ich habe. So, 1700 Meter. 800 Meter. 1700 Meter. Wir kommen. No. Aber theoretisch gesehen müssten wir doch übelst ein Feindesgebiet gleich sein, oder? Ich finde es cool, dass die Mannschaft so gut drauf ist immer. Sehe ich schon irgendwas? Bestimmt kommen da aus der Nähe gleich 30 Level 7000er Schiffe hoch und killen mich. Und dann so, ja, da sind wir so... Oh, da ist er. Wow. Leute. Das Schlimme an der Sache ist, ich hatte recht. Das ist Blackbeard Schiff. Oh. So heißt es mir nicht. Auch im realen Leben. Oh, seht doch mal, da haben wir einen mit Fachkenntnissen hinten dran. Das ist auch nicht schlecht. Und außerdem stand ein Piratenflaggen-Symbol dran. Ja, das habe ich mir schon gesagt, das habe ich ja schon gesehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es Blackbeard seins ist. Queen Anne Revenge. Nee, Queen Anne's Revenge. Okay, gut. Queen Anne's Revenge. Alter, was für ein Schiff. Kein Wunder, dass das momentan noch niemand Respekt vor uns hat, wenn ich so ein Schiff sehe. Moment. Jetzt, Mission starten. Das sieht ja mal richtig geil aus. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Geil. Okay, na dann geht's los. Schiffswracks, die können nun die Tauchgurke verwenden. Die Tauchgurke erlaubt ihnen, bestimmte Unterwassergebiete zu erreichen und zu erkunden. Zum Beispiel Schiffswracks oder Cenotes? Cenotes? Weiß ich nicht genau. Segeln sie dorthin und halten sie einfach S, wenn die aufgefordert werden, die Taucherplotte herabzulassen. Die Taucherploppe. Zur Tauchstelle segeln und die Taucherklotte. Taucherklotte. Jetzt bin ich gespannt. Ach, alles klar, da ist Luft drunter. Ach du Schokolade. Ich muss also immer zur Taucherglocke zurück noch. Jadestatue 120. Das ist krass gemacht. Ey, das ist ja mal richtig krass gemacht. Ach, das ist ein Luftfass. 15, alles klar. Okay, diese Fässer sind alles Luftfässer, die die Mannschaft abgeworfen hat. Die befinden sich jetzt also hier überall und wir können überall ein bisschen nach Luft schnappen. Alter, ist das geil gemacht, ey. Ho, ho, ho.
Moment, da muss ich mal ganz kurz nochmal interagieren hier. Das ist aber eine geile Idee. So, ich muss dann wahrscheinlich hier drunter irgendwo. Da oben konnte man was öffnen. Ja, ich versuche das gerade selbst zu finden. Aber danke für den Tipp. So. Interagieren wir mal. Wow. Das ist krass. Ich sollte genug Luft noch haben, um diese Kiste zu holen. Alter Schwede. Ja, man sollte aufpassen unter Wasser, dass sowas nicht passiert. Huch! Was ist denn jetzt? Was, den Weg nach draußen finden? Ernsthaft? Das ist uncool jetzt. Wow, 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 wow. Ich hab kaum noch Luft. Archiv mit Anlagen. Mehr, man. Hilfe, 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 Hilfe. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, ich bin noch gar nicht fertig. Okay, alles klar. Mit E kann ich tauchen, gell? Ja. Es geht also weiter. Das war nur zum Luftholen da. Sehr schön, dass sie damit das mit eingebaut haben. Wow, wo bin ich denn hier? Au! Boah! Au! Ich will mich verarschen! Wo ist die Strömung denn? Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts! Hä? Ich bin total falsch rumgetrieben, wie soll ich denn da eine Strömung, einen Weg nach draußen finden? Ja klar, ein Hai. What? War das gerade ein Mensch? Blackbeards Taucherglocke. Und zur Oberfläche her zurück. Alles klar, okay. Alter Schwede. Ich glaube nicht mal mit so einem Hai, ich weiß, dass das geht. Ich dachte, es geht, hä? Soweit ich weiß, geht das mit dem Hai, sich zu kloppen. Hä? Achso. E halten und... Soweit ich das weiß, ich hab das... Hä? Konnte man sich nicht mit Haien kloppen? Also im Intro sah das zumindest so aus. Dann halt nicht, okay. Eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Sollen wir nun Medizin stehlen? Vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Was höllisches aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott.
Sieht gut aus. Ist das? Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Mission beendet. Optimale Ziele. Schatzkiste 901 von 3. Den Hai-Angriff vermeiden. Wie soll ich 3 Schatzkisten plündern? Ich habe nur eine gekriegt. Und dann geben wir mal 3 Sterne. Bestätigen. 5 Sterne natürlich. Bam, 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 bam. So, fortsetzen. Mal schauen, was jetzt passiert. Ist das eine optionale Mission jetzt oder wie? Ich kann den fetzen Stoff in den Wind. Ich, da ist etwas unter uns. Halber Wind, Männer. Ich kann noch mal tauchen. Ich mach's auch noch mal. Hier, da ist alle Segel raffen. Einfach mal schauen, was da unten noch so ist. Blub, 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 blub. Boing. So, na los geht's. Diesmal hole ich mir aber alles. Ich dachte, ich kann mit dem irgendwie kämpfen. So, Moment, plündern. Saphir-Ohrringe. Truhen geborgen. Ich muss so langsam mal zu so einer Taucherglocke. Das mit den Haien ist krass. Flupp. Und raus wieder. Das heißt, ich kann den also gar nicht so wirklich entrinnen. Ich muss also immer auf der Hut sein. Echt geil gemacht, muss man schon mal sagen. Einen Plan habe ich gefunden. So, Elite-Rumpf ist jetzt in der geil, ein Elite-Rumpf. Real. Ernsthaft? Krass. Ich kann, glaube ich, auch komplett an die Oberfläche einfach zurückkehren. Wenn ich Lust dazu habe. So interagieren. Schön ist, hier sehe ich die Haie nicht. So, da habe ich noch ein Animus-Fragment gesehen. Komme ich da durch? Nee, aber ich kann vorbei da. What? Das habe ich gemeint, aber ich dachte, das ist um Heil zu töten. Das ist einfach nur, um ihn auszuweichen. Alles klar, verstehe. So, Moment. Hier hinten ist noch was. Flupp. In 63 Meter. Oh, ich glaube, die Quallen darf ich nicht berühren. Oh ja, die Quallen darf ich nicht berühren. Alles klar. Alter, das ist realistisch gemacht, ey. Ich hab's. Sogar die Quallen darf man nicht berühren. Na gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber. So, wieder raus. Ja, aber ohne, wenn man nicht mal die Quallen berühren darf, ist das richtig gut gemacht. Ich bin begeistert von dem Spiel. Man merkt es immer, nach Folge 60 oder 70, die wir mittlerweile haben, immer noch schwer begeistert einfach von dem Spiel. Da haben sie sich echt was richtig Gutes erlaubt. Saphir 130 real. Die Quallen sind dann sicher auch ziemlich gefährlich, auch in der Realität. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Ob das die Nesselquallen sind oder... Was ist denn? Über der Truhe, also über den Brettern, ist eins der Animus gewesen. Ja, ich guck gerade. Da, in die Donner. Ich muss nur irgendwie da hinkommen. Hey.
Oh, okay, das ist gut. So, jetzt gehen wir ganz kurz nochmal dahinter. Ich weiß gar nicht, sind das Nesselquallen oder wie hießen denn die anderen? Würfelquallen? Ne, Würfelquallen sind zu groß, das sind keine Würfelquallen. Dam 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 dam. Und die sehen, glaube ich, auch in Wirklichkeit so aus, also von der Größe her der Tentakeln. Also die sind echt nicht ohne die Dinger. So 2 Meter können die Tentakeln werden, oder 2,50. Nein, das ist jetzt da rein. Plündern, komm schon, gib mir. Fragte San Amigo, Truhen Animus. Ja, jetzt habe ich das erste nicht gesehen, was ich gekriegt habe. Mist. Wo ist die Taucherglocke? Da hinten. Wir haben noch genug, um hinzukommen.